Unser Ziel ist es, Last-Mile-Prozesse einfach zu machen. Hi, ich bin Moritz, Co-Founder von ApoMap, der einfachsten Botendienst-Software für Vorort-Apotheken in Deutschland. Hallo, mein Name ist Jasmin Enolat. Ich bin Apothekerin hier in der Franziskus-Apotheke in Winterberg. Für unsere Kunden bieten wir den Service des Botendienst an. Das heißt, wir liefern die Medikamente bis vor die Haustür. Ich und meine Brüder kommen selber aus einer Apothekerfamilie, sind früher selber Botendienste gefahren, wissen also, wie dieser ganze Prozess läuft oder auch nicht gut läuft. ApoMap ist eine Software, um es Apotheken einfach zu machen, ihre Prozesse der letzten Meile zu optimieren. Die letzte Meile ist der Weg von der Apotheke bis hin zum Endkunden und den bilden wir softwareseitig komplett ab. Ich bekomme die Bestellung aus der apothekeneigenen Software in ApoMap eingespielt. Hier kann ich anfangen, meine Labels zu drucken, meine Touren zu planen und dann die Tour auch an meine Boten und Botinnen zu übergeben. Um die Abläufe des Botendienstes zu vereinfachen, nutzen wir die Software ApoMap in Verbindung mit dem Epson TML 100. Und die wirklich ihren Prozess noch weiter verschnellern, noch weiter verbessern wollen, setzen auf genau diesen Drucker, wo ich selbstklebende Etiketten habe, wo ich direkt über einen Server den Drucker ansprechen kann. Außerdem stehen auf dem Etikett alle wichtigen Informationen schön übersichtlich dargestellt, sodass der Fahrer direkt sehen kann, wenn es wichtige Hinweise gibt. Um noch mal ein bisschen den Prozess zu beschreiben, das heißt, ich kriege aus meinem TML 100 mein Label, klebt es auf die Tüte, die der Bote oder die Botin mitnimmt. Die kommen rein, scannen das Label ab. Es ist eingeladen im Fahrzeug und dann kann direkt an den Endkunden ausgeliefert werden. Apotheken, die filialübergreifend arbeiten, haben zudem den Vorteil, dass sie durch die Verbindung über das Netzwerk ihre Botendienstetiketten gesammelt an einem Ort ausdrucken können. Es ist halt super wichtig, diese Labels zu haben, damit ich überhaupt nachverfolgen kann, wer hat das Medikament wann angenommen, war es ein rezeptpflichtiges Medikament, war es BTM, muss es gekühlt werden. Das sind ganz, ganz viele Regularien, die wir da haben, die einfach bedacht werden müssen. Die Umstellung des Botendienst von Stift und Papier in die digitale Form war zwar nicht ganz einfach, aber die Kombination aus der Software ApoMap und dem Epson-Drucker ist bei uns jetzt nicht mehr wegzudenken.